Diese Hand macht mich an. Und Lysander, kann ich voll verstehen. Ist das jetzt ein Wackelpudding? Der isst den doch bestimmt und hat den dann in sich drin, der Wackelpudding. Herr Wackelpudding. Herr Wackelpudding. Und auf jeden Fall irgendwelche Sinti-Waves drauf. Er freut sich total, wenn wir böse sind. Hat er gerade Pudding gesagt? Pudding. Pudding, Pudding. 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 Nein. Pudding. Ich geh rein. Dann gehen wir jetzt außen rum. Jetzt gehe ich rein. Ich schwöre euch, ich gehe rein. Ich bin so done. Ich bin so done. Ohne Scheiß. Oh, jetzt müssen wir ein Ei aufschlagen oder was? Oh oh. Hast du gerade meine Kirsche und meinen Freund gegessen? Oh oh. Hey, 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 hey. Oh. Das mag der gar nicht. Ich bin das Game. Jeden Montag. Boah! Zack! Das Game ist Synapsensalat. Gab's nicht sogar mal so eine. Hießen die sogar Synapsensalat? Es gab mal so eine Band, die irgendwas mit Synapsen hieß. Oder Synapsenkitzler. So hießen die. Die haben so ganz verrückte Musik gemacht. Was seid ihr denn jetzt? Eine Riesenkirsche. Wir wollen unsere kleine Kirsche gar nicht mehr. Es gibt eine viel größere. Warum hast du Augen? Kennt ihr diesen Ameisenbär? Da steht dann Come at me, Bro. Ja, kenne ich. Der steht da auch so. Irgendwie fehlt was an mir, kann das sein? Entschuldigung. Da fehlt meine andere Hälfte. Ah, mein Hut fehlt. Wo ist mein Hut? Freundchen, gib mir meinen Hut. Gib. Das ist nicht mein Hut, auch wenn es ein schöner Hut ist. Das ist nicht mein Hut. Auch nicht mein Hut. Nein, nein, nein. Wo ist mein Hut? Mein Hut! Das ist nicht dein Ernst. Oh, Junge.
Worum geht's hier überhaupt? Fast. Naja, bei der dritten hier. Die ist markiert gewesen, diese Flagge. Aber die ist auch nicht richtig. Ach, guck mal. Ah, okay. Ich kann also auch so zielen. Vielleicht muss ich da hinten dieses Ding da treffen. Oh. Ups. Ein Spiel im Spiel. Na super, als ob mich das Spiel nicht schon fertig genug macht. Ja. Shit. Weil ich weiß nicht unbedingt, ob ich den da treffen muss. Das wäre jetzt minimal zu hoch. Weil ich wüsste nicht, warum der da hinten dann steht. Wenn ich den hier nur treffen muss. Hm. Was sagt er denn hier? Ich muss da vorne in die Schüssel treffen, ne? Das dachte ich mir schon beinahe. Ja, gut. Oh, fuck. Nein. Ah. Oh, nee. Wie? Du bewegst dich! Das ist aber uncool! Bom! Guck mal! So nämlich! Jetzt gibt's noch eine fliegende! Leck mir am Arsch! Wie soll ich die denn jetzt noch erwischen? Ist das euer Ernst? Also. Jawohl! Oh! MLG, Freunde. So nenne ich das. Oh, ich bin einfach so done. Was ist das? Der Schrei! Da haben wir sie. Auf was hast du dich da eingelassen? Ich wünschte, ich könnte es dir sagen. Also Freunde, wenn ihr mal wissen wolltet, was passiert, wenn man LSD nimmt und sowieso Drogen. Das passiert. Ich glaube, wir müssen in unseren Transformer rein.
Jawohl. Zack. Rausgekickt. Oh, er wird gemein. Oh, er wird böse. Oi. Oh Gott. Die Roboter bekämpfen sich, Freunde. Es ist soweit. Skynet übernimmt uns. Oh oh. Das ist so ein bisschen wie Tom und Jerry die ganze Zeit. Wisst ihr, was das Schönste an diesem ganzen Punkt gerade ist? Ich sehe im Chat, dein Freund Devil's Toast hat gerade mit dem Zusehen begonnen. Und ich weiß, dass Tobi und sowieso neue Zuschauer, die gerade in den Stream kommen, die werden sich fragen, wo sind wir hier? Das Schöne ist, wir waren von Anfang an des Spiels dabei und wir fragen uns das auch immer noch. Wo sind wir hier? Hier ist auf jeden Fall ein Auge. Brauchst du das? Nein, nicht die Kirsche. Das ist mein Hut. Das ist die Kirsche. Das ist nicht dein Auge. Oh. Jetzt können wir uns die Kirsche schnappen. Aber er hat unseren Hut. Oh oh. Wir sind nicht dein Kopf. Stopp! Ja. Oh Gott, das sieht aus wie ein großes Rätsel. Nee. Wir sind natürlich der Narr. So in etwa stelle ich mir das Innenleben von Yannicks Kopf vor. Das ist ziemlich... ziemlich... realitätsnah. Besonders der hier. Der ist sehr oft in meinem Kopf. Der ist sehr, sehr oft in meinem Kopf. Ich soll ihn essen? Das ist aber total stachlig, das kann ich doch gar nicht anfassen. Was, wenn wir diesen roten Knopf drücken? Rote Knöpfe soll man doch immer drücken, habe ich gehört. Hallo? Setzen wir mal den Hut auf. Oh oh.
Das hat nicht so gut geklappt. Oh. Was ist, wenn wir das essen? Bleiben wir jetzt dran kleben. Guten Tag. Brauche Ihre Kopfbedeckung. ASMR-Atmung, auf jeden Fall. Ach, ich kann was mitnehmen von anderen Dings? Das wusste ich nicht. Kann ich den jetzt irgendwie anpinkeln oder so? Jawohl! Oh Gott, das gibt's doch nicht! Das ist nicht dein Ernst! Ups. Ich glaube aber nicht, ich hätte ihn anpinkeln müssen. Aber es war trotzdem eine schöne Vorstellung, ihn anzupinkeln. Das fand ich sehr schön. Muss jetzt mal gucken, wo wir gegenpinkeln. Ob wir hier gegenpinkeln? Wir können gar nicht so hochpinkeln. Macht gar keinen Sinn. War aber trotzdem auch wieder eine gute Erfahrung, einfach mal dahin zu pinkeln. Kann ich den irgendwie anpinkeln? So will Yannick jedes Problem lösen und er lernt einfach nicht, dass es falsch ist. Ich bin ja auch noch jung. Okay. Ich muss noch viel lernen. Können wir dich anpinkeln? Warum auch immer. Er pinkelt einfach nichts richtig an. Der Hinweis. What? Moment. Du willst, dass ich den Mushroom zum Gedeihen bringe? Durch Pipi? Also. Jetzt sind wir wieder auf unserem Trip. Der Trip macht aber irgendwie nichts Besonderes. Ups. Whoa.
Hallo Hero LP, schön, dass du hier bist. Aber die Musik... Oh, die Musik spielt hier weiter. Weil das freut ihn ja total. Er ist ja gerne am Dancen. Jawohl! Ja! We got the sticky, ouchy Kirsche. Ja genau, schmeiß sie weiter hoch und runter. Das wird gut sein. Wie können wir ihm was Stachliges anfangen? Ah ne, hier ist die Kirsche jetzt ja auch raus. Okay! Somehow we got the... Oh ne. Aua! Au! 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 Ey! Ey! Au!